Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Pain mit eurem Bobas. Wir haben das letzte Mal hier mit dem Spuckerkönig gesprochen und wir sollen jetzt halt Sappers Gold in die, also etwas Sapplika in die Schüsseln geben, unten bei diesem komischen Schrein. Und dazu müssen wir in die Richtung, oder wir müssen nur dahin. Ah, okay. So, jetzt ist nur die Frage, habe ich Sapplika eigentlich einstecken? Sapplika. Ich sag doch, die Droge der Spucker. Lebenskraftbräu, eine Mixtur, die 100% deiner Lebenskraft zurückbringt. Oh, das ist cool. Das ist ja cool. Und das kann ich fertigen? Ja, das ist die Hüpfbräu-Idee. Konservierungswissen, Sturmgerüchte, okay. Vielleicht können wir das noch brauchen. Haben wir eigentlich noch was von dem Reise-Schnelltransport-Kit? Da haben wir nur noch eins, ne? Da könnten wir uns vielleicht auch mal welche herstellen. Machen wir vielleicht gleich 5 Stück, das wir haben. So, zack. Das sollte normalerweise... Ja, also Platz haben wir wieder. Dann könnten wir uns allerdings auch noch... Moment. Wir machen uns vielleicht noch Starrseile. Weil wir haben recht viel von dem Holz einstecken. Und wir könnten uns... Pfeile haben wir ja noch. Davon habe ich recht viel. Da haben wir 5. Da haben wir 3. Da könnten wir was machen, weil wir haben Stumpfels nämlich auch recht viel einstecken. Den explosiven Stolpertrag quasi. Dann könnten wir eventuell noch... Zähigkeitsidee, da brauchen wir Watschelzahnlände. Das da könnten wir uns Jägerarmschütze, die könnten wir uns einmal herstellen. Das wäre mal nicht schlecht. So, zack. Dann haben wir die nämlich jetzt halt auch. Das ist dieses vergiftete Fleischzeugs. Okay. Und schauen wir mal, Ausrüstung. Jägerarmschütze. Was haben die jetzt? Ach, wir haben die Begalit-Panzerhandschuhe, ne? Ich glaube, die tauscht es dann aus. Probieren wir es einmal. Ja. Okay, aber das ist ja dann Quatsch, ne? Dann lassen wir natürlich die hier an. Das ist logisch. Hose habe ich die hier an. Mit 2 Sternen. Und die Schienbeinschützer haben... Ah ne, das ist dann für Schuhe, ne? Glaube ich. Naja, das ist für Schuhe. Da gefallen mir die aber ganz ehrlich besser. Das sind Fäustlinge? Nein. Die da brauchen wir auch nicht. Nee, eigentlich sind wir doch ausgestattet, ne? Würde ich sagen. Ja. So, gespeichert habe ich ja. Insofern gucken wir mal. So, Sapplika erforderlich. Einmal. Ich glaube, das ist egal, in welcher Reihenfolge. So, und dann drehe ich mich natürlich in... Zeit zum Fasten. Es passiert gar nichts. Ich bin immer noch voller Energie. Oh. Muss ich dann... Ah, ich muss Energie runterbekommen. Wahrscheinlich muss die auf 0. Ah, jetzt. Ups. Ah, das sind halt dann doch die Drogen. Ei. Kopf, wie geschieht mir? Okay, wir müssen vermutlich diesem Licht folgen. Ich werde jetzt auch nichts essen oder sowas, dass ich nicht die Energie wieder nach oben hau. Gehen halt jetzt einfach mal diesem Weg nach, während wir Alpafantenleder sammeln und Knochen. Oder was auch immer uns in den Weg kommt. Ich denke mal, wir müssen halt den Weg entlang.
mit kurzen Ausscherern haue ich mir mein Inventar natürlich wieder voll. Aber macht nichts, wir können jederzeit was rausschmeißen. Oh, da ist eine Höhle entstanden, in die wir rein müssen. Drogen haben schon nachgelassen. Was haben wir hier? Ein Aufzug. Stellen wir uns doch einfach mal drauf. Dann müssen wir vermutlich entweder da drauf schießen oder gegenüber drauf schießen. Ah. Okay. Ich habe jetzt gedacht, es fährt vielleicht weg. Scharfe Pfeile habe ich zwar recht viele, aber es kann ja nicht schaden. Und was ich ja immer noch sehr, sehr schade finde, ist, dass man nicht schneller wechseln kann zwischen Gamberle und oder Steinschleuder und dem Pfeil und Bogen. So, erstmal hier ein bisschen umgucken. Okay, das ist wahrscheinlich der Weg nach oben, wenn man runterfällt. Ich glaube nicht, dass ich da so einfach rüberspringen kann. Ne, das glaube ich nicht. Ich denke, man wird runterfallen, wenn man das versucht. Und das will ich jetzt nicht. Oh. Das schaut mir so nach Falle aus, da dieses Ding. Damit gerechnet, dass du spuckst. Oh, die Kamera dreht sich wieder nicht. Moment, ich muss eh mal schauen, dass ich... Was habe ich denn ausgerüstet? Warte mal, wovon habe ich denn wenig von dem da... Lass mich doch erstmal essen. Ah, ich bin energized, also pass auf. Ich hätte jetzt gedacht, es wären irgendwelche Fallen hier. Scharfe Pfeile. Vielleicht hat man deswegen diese ganzen Pfeile, dass ich sagen kann, ich kann auf die hier schießen. Moment, rüsten wir doch einmal den Pfeil und Bogen aus. Da ist er. Dinger gehen anscheinend nicht auf. Vielleicht sind es Wohnungen? Kann das sein? Wir machen halt immer alle Fackeln an, die wir so finden. Da kommt man anscheinend nicht so leicht rüber. Wir gucken mal erst da hoch. Also ich meine, da kann ich ja unendlich tragen von den Pfeilen anscheinend. Gehen wir mal da hoch erst. Okay, da kommt man so nicht rein. Ich muss wahrscheinlich hier wieder irgendwas aktivieren. Oder ich muss da runter. Das kann auch sein. Ah, ein Hebel. Okay.
Aber nicht zurückgehen, gell? Okay, ich denke mal, dass ich hier Jump-and-Run-mäßig nach oben muss. Ja, okay. Da ist ein Aufzug. Da gehört aber irgendwie eine Fackel rein. Also werde ich wahrscheinlich da drauf müssen. Fast selbsterklärend, ne? So, jetzt muss ich bloß wieder wechseln. Das ist, halt das Problem, ne? Jawohl, ich habe so viele Pfeile. Kann ich da auch mit dem Pfeil drauf schießen? Jo, es geht. Ah. Wenn es halt immer so dieses Bing macht, dann weiß der, okay, das war ein guter Treffer. Ruhig her zu mir. Das war der letzte Schuss da noch. Ja, ich wollte ihn unbedingt mit dem Pfeil und Bogen niedermachen. So, da haben wir noch was. Eine Essenz, jawohl. Eieiei. Das ist wieder so ein. So ein Rätsel hier. Okay, irgendwelche Paprika oder was das war. Öha. Okay, so stimmt's nicht. Doch. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie hier rüberkommen. Also wenn, dann ist es. Ja, wenn, dann ist es so. Oh. Da bleibt einem dann schon im ersten Moment den Schrecken. Nein. Ich vermute mal, dass wir hier rüber müssen. Ah, da ist nochmal ein Schalter. Öha. Ah, wahrscheinlich, weil ich jetzt dann darüber muss und dann da drauf. Kann das sein? Ich muss nochmal interagieren. Nee, so ist es auf keinen Fall. Und so auch nicht. Es muss, ja, ja, okay, die Kisten, weil die dahin müssen, klar. Okay. Also ich bin ja schon Freund von Jump'n'Run spielen. Aber dieses Spiel ist definitiv nicht geeignet für einen Jump'n'Run. Gibt's hier irgendwas? Nein. Ich hätte jetzt. Ansonsten hätte ich den Sprungtrank genommen. Definitiv, da hätte ich den Sprungtrank dann genommen. Okay, was haben wir hier? Ah, das ist jetzt diese Tür hier. Alles klar. Da waren wir auf der anderen Seite und sind da nicht reingekommen. So, und da haben wir auch die Fackel. Yep, gut. Damit wäre auch dieses Rätsel gelöst. Wir müssen jetzt nur darüber. Also das ist deswegen nicht als Jump'n'Run geeignet, weil die Kamera einfach nicht so mitspielt, wie sie mitspielen soll. Also wie ich mir wünschen würde, dass sie mitspielt. Ah,
was haben wir denn da? Garant. Scharfe Pfeile. Schön. Schrank haben wir gefunden. Oh. Das muss die Quelle sein, von der der Häuptling gesprochen hat. Das Leben auf Alma Mar, wie wir es kennen, wird sich bald ändern. Die Gerüchte treffen zu und die Gefahr ist groß. Alle Spezies auf der Insel müssen sich versammeln und über das gemeinsame Überleben diskutieren. Wir mögen einander nicht besonders, aber die Bedrohung erfordert Einigkeit. Das scheint mir ein Aufruf zu einem Treffen in größerem Rahmen zu sein. Aber wer ruft dazu auf und warum? Das sollte gut genug sein, um es den Tampas für ihre Forschungen zu bringen. Okay, man hat nicht nur die Schmutzler zu einem Treffen eingeladen, sondern alle Spezies auf der Insel. Denn dieses große Ereignis drohte, das Leben auf Alba Mar zu ändern. Okay, jetzt fehlen eigentlich nur noch die Fechsel. Ist die Frage, muss ich jetzt darüber vielleicht auch mal? Weil hier wird es wahrscheinlich wieder... Na gut, das ist nicht der Rückweg. Also wenn, dann müssen wir hier entlang. Ich gucke aber noch mal ganz kurz da, ob ich da nicht irgendwas übersehen habe. Nein, so wie es ausschaut, nicht. Dann also hier entlang. Moment, ich werde mal ganz kurz, weil ich bin nämlich schon wieder unterenergiert. Hau ich mir den Brotweizen jetzt rein. Ah, jetzt, okay. Alles schön einsammeln, was es da so gibt. Da hinten irgendwas versteckt? Weiß ja nicht, ne? Auch die Amphiskuskugeln könnten hier irgendwo sein. Warum nicht auch in so einer Höhle hier drin? Das ist aber jetzt kein guter Schlag gewesen, der erste. Gut. In der Höhle ließe es sich leben, ha? Huh? Ich meine, wir suchen ja was für unser Dorf. Okay, aber da ist kein Ausweg. Das war einfach nur... halt einen Weg hier rüber. Aber ich denke, wir müssen ganz normal den anderen Weg entlang gehen, weil die Tribüne da, die war ja etwas höher gelegen. Also nehme ich mal an, wir müssen auch hier zurück. Jo. Na gut, dann wieder raus aus der Höhle. Das war doch mal ganz interessant jetzt. Oh. Also, mich würde es ja nicht wundern, wenn es mich da runterhaut. Oh. Pfeile. Ja klar, es gibt so viele Pfeile hier. Das haben sie schon extra so gemacht, weil man einfach mit den Pfeilen auch drauf schießen kann. Dann muss man nicht immer auf die Steinschleuder wechseln. Und vor allem, man kann ja echt Pfeile tragen ohne Ende. Ne? Okay, wir sind wieder raus. Die Drogen haben aufgehört zu wirken. Jetzt ist die Frage, bringt Groff Amphiskuskugeln, habe ich jetzt als einziges Ziel da stehen? Ah, du kommst hier raus, die Sonne scheint, die Musik geht los. Ach schön. Okay, dann würde ich sagen, wir gucken mal ganz kurz auf unsere Karte. So, wir haben hier allerdings jetzt ja gar nichts. Insofern müssen wir mal ganz kurz auf die Ziele gehen. So, wir haben noch Schnuskis Wette und wir haben... Das mit der, ja, die Forschung, aber dazu müssen wir erst einmal das hier machen. Oh, das wird natürlich jetzt heikel. So, die müssen wir uns mal markieren. Gehst du wieder raus? Danke. Und jetzt können wir nämlich auch auf der Karte mal gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen auf jeden Fall in dieses Dorf da.
um diese Dinger hinzumachen. Und deswegen sollten wir vielleicht hierher reisen, dass wir einfach ein bisschen schneller und weiter vorne sind. Okay, wir müssen immer noch dieses Ornament finden, ne? Unter einem Baumstamm in dem schmalsten Teil des Sumpfwaldes. Das ist wirklich seltsam. Das ist wirklich seltsam. Weil, wo ist es? Wo ist diese Quest? Vor allem, sie ist ja markiert. Sie sind ja das so, dass die. Ah, Grofts Werkstatt. Viele Wendungen. Vielleicht, wenn ich die nochmal deverfolge und wieder verfolge, dass ich es dann nochmal auf der Karte habe. Also hier ist irgendwie, keine Ahnung. Also hier haben wir das eine Zeichen, ne? Das ist das mit dem Dorf jetzt. Sumpfland ist eigentlich. Doch hier dachte ich. Am schmalsten Übergang, oder? Also diese Aufgabe gibt mir immer noch ein bisschen Rätsel auf. Vor allem, weil ich die Markierung ja nirgends sehe, ne? Da ist nichts. Das ist nicht Sumpfland. Bin ich so blind? Das ist die Wüstenstelle. Ich weiß es echt nicht. Weil hier ist ja Sumpfland, ne? Aber hier ist nichts markiert irgendwie. Pixel. Na gut, weil das da war es ja nicht. Da war zwar mal das Zeichen, ich weiß nicht, warum das so hüpft jetzt. Da war zwar mal das Zeichen. Oder ist da das Zeichen immer noch, dass es deswegen so rumhüpft? Keine Ahnung. Jedenfalls müssen wir in die Richtung hier. Wir müssen diese Fackeln aufstellen. Jetzt ist natürlich schon von Vorteil, wenn wir vielleicht bei den Fexel gut Freund wären. Das sind die Gackeriduck, Guggelidack. Warte mal, ich muss mal auf der Karte noch mal gucken. Was haben wir da? Wir brauchen Fexel. Hochland Bergrücken. Das könnte vielleicht auch da sein, ne? Das ist jetzt ganz blöd. Das sind die Fexel. Und das ist Home. Und das da werden die Kästen sein von den Golladigak, die wir da ja da angreifen sollen. Wenn da denn die Golladigak noch sind. Ich weiß es nicht, aber das war auf jeden Fall recht heftig. Das wisst ihr ja selber. Na naja, gut, wir müssen jetzt mal zu dem Spendenkasten laufen. Eventuell haben wir Glück, ansonsten muss ich schauen, wo. Hoffen wir mal, ich sollte mir vielleicht mal was zum Essen drauflegen. Nehmen wir vielleicht. Ne, nehmen wir diesen Weizen, weil der ist, glaube ich, nicht so gut. Hauptsache, wir sind ein bisschen mehr energized. Können ein bisschen schneller rennen. Weil da waren doch die Fexel. Oh, Schlüsselgraphit. Wer weiß, ob wir den überhaupt noch brauchen. Weil bis jetzt habe ich noch nicht so viele Kisten gefunden, wie ich dachte, dass wir finden werden. Das war doch das Dorf der Fexel.
Ja. Lass mich raus. Ja. Dann halt davor. Ich habe jetzt gedacht, ich springe hier mal locker flockig raus. Okay. Ah, das sind die Fechsel. Okay, das war eine wilde Angelegenheit. Ich sollte jetzt auf Schnuski warten. Hm? Okay, anscheinend haben wir da doch was vollbracht. Wow, das war wirklich effizient. Einfach war es nicht. Also der Irrtum, was kannst du mir darüber erzählen? Gar nichts. Wir haben doch jetzt, was wir brauchen, oder etwa nicht? Dafür danke ich dir aber. Moment mal, das ist aber nicht fair, oder? Hm, nö. Jetzt warte doch. Könnten wir nicht auf ein Spiel wetten? Was denn? Ein Rennen? Ich glaube schon. Ja, in Ordnung, dann lass mal hören. Na schön, wir könnten ein Rennen im Albemarle-Stadion am Waldrand veranstalten. Hol dir einen Tamba als Schiedsrichter und dann treffen wir uns dort. Woher weiß ich, dass du mich nicht wieder übers Ohr hauen willst? Naja, du wirst sowieso nicht gewinnen, also keine Sorge. Hallo? Okay, Schnuskis Wette. Finde Ott und setze ihn als Wettschiedsrichter ein. Na super. Also wir müssen jetzt wieder zu den Tampas. Klasse. Jetzt wollte ich mich aber hier nochmal umgucken eigentlich. Also anscheinend hat es schon was gebracht mit der Quest. Wir sind aber sehr rückständig hier. Tja. Klasse. Also gut, dann halt zu den Tambas. So weit ist es nicht, von daher verzichte ich auf die Schnellreise. Weil das muss jetzt halt echt nicht sein, dass wir da so eine Rolle verballern. Und wir sind gleich wieder dort. Da ist die Spendenbox. Schau mal kurz drauf. Ja, wir sind halt neutral mit denen, ne? Rosenbeere. Könnten denen vielleicht zumindest ein paar Rosenbeeren geben oder sowas. Aber andererseits, die sind neutral. Das passt schon. Wir müssen jetzt halt nicht irgendwie mit denen Handel treiben oder sowas. Von daher lassen wir das. Na, ich tu dir nichts. Ich tu dir jetzt mal nichts. Ausnahmsweise mal. Beim nächsten Mal kann schon wieder sein. Wenn ich Leder brauche oder sowas. und wieder sind wir an der Stelle, wo wir schon mal waren und wo ich auch schon mal einen Cut gemacht habe. Ja, das nächste Mal schauen wir dann hier zu Ott und schauen mal, ob wir dieses komische Rennen, was da kommen soll, ob wir das denn auch gewinnen. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, vielleicht auch einen Kommentar und wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit reinschaut. In dem Sinn, macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao!